herzlich willkommen zur Spezialsendung von Politcast Uri. Ich stehe hier vor dem Rathaus in Altdorf. Am 11. März sind wieder Landratswahlen. Mehr als 130 Personen bewerben sich um die 64 Sitze, darunter auch 16 Jungpolitiker. In dieser Sendung stellen wir euch die Kandidaten vor, die unter 30 sind. Anfangen wir mit David Imhof von der JUSO. Er ist der einzige von diesen 16 Kandidaten, der bereits jetzt im Landrat ist. In seiner Wohngemeinde Erstfeld tritt aber auch Nina Rufener von der Jungfreisinnigen und der Armin Indergant von der jungen SVP an. Und auch in Seedorf will es einen wissen. Dort kandidiert der Michael Cantoni von der jungen CVP. Mein Name ist David Imhof, ich komme von Erstfeld und bin 22 Jahre alt. Meine Hobbys sind neben dem Pfadi, wo ich aktiver Leiter in der Drittstufe und Viertstufe bin, im Kantonalvorstand, fotografieren und zwischendurch ein bisschen Ausgang gehen. Selbstverständlich ist das Politisieren momentan an erster Stelle. Nach der Matura habe ich in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Luzern angefangen zu studieren und bin in der SP, in der JUSO und im Gewerkschaftsbund aktiv. Und natürlich das Wichtigste ist, ich bin seit einem Jahr Landrat vom Kanton Uri. Ich bin politisch aktiv, weil ich finde, die Jugend braucht eine starke Stimme in unserem Kanton Uri. Es sind sehr wichtige Entscheidungen, die momentan in unserem Kanton getroffen werden. Auf der einen Seite ist das selbstverständlich, der direkte Schluss, wo wir jetzt etwas kennen, bewirken. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel aber auch die Gemeindestrukturreform, die der Kanton Uri in den nächsten Jahren extrem wird prägen. Ich bin der SP aktiv, weil sich diese Partei am stärksten für sozialpolitische Anliegen engagieren. Es ist die Partei, die schaut, dass der ÖV im Kanton Uri gestärkt wird. Und das ist genau auch meine Position, die ich habe. Ich will mich auch in Zukunft im Uner Landrat dafür einsetzen, dass die Jugend eine starke Stimme bekommt, dass die Vereine auch weiterhin profitieren können, dass der Staat sie aktiv unterstützt und vor allem aber auch, dass die ÖV-Anschlüsse gewährt bleiben. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass wir immer wieder die Firmen kämpfen, damit der Kanton Uri nicht auf das Abstellgleis gestellt wird, sei das im Bildungsbereich oder aber auch im Verkehrsbereich. Und für das mache ich mich stark. Die Stärken, die wir momentan im Kanton Uri haben, liegen vor allem in der Gesellschaft. Wir sind sehr stark untereinander verknüpft. Man fühlt sich als Urner. Man hat einen wunderbaren Dialekt, auch wenn es vielleicht andere Personen nicht so empfinden. In meiner Gemeinde oder für meine Gemeinde will ich vor allem aktiv sein jetzt in nächster Zeit, dass Bahnarbeitsplätze, die momentan immer mehr verschoben werden, Richtung Art Goldei oder ganz aufgelöst werden, dass wir dort das Beste herausholen können, dass wir das Erweiterungs- und Interventionszentrum, das EIZ, in der Gemeinde behalten können. Für die Jugendlichen werde ich mich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass wir unsere Interessen direkt in den Rat einbringen können, sei das in der Fragestunde, sei das via Motion oder Interpellation. Oder sei das aber wirklich auch, nur schon wenn man die Personen kennt, dass man verknüpft ist in unserem Kanton mit den entsprechenden Stellen, dass man auf die Personen direkt zugeht. Und ich glaube, genau für das stehe ich. Ich habe kein Problem, sei das ein Bundesrat oder sei das ein Regierungsrat, auch heikle Fragen zu stellen. Liebe Erstfelderinnen und Erstfelder, wenn ihr in Zukunft eine starke Stimme für Erstfeld, für die Jugend und vor allem für den ÖV im Ratshaus wollt, dann wählen Sie zweimal David Imhof auf Ihrer Liste. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Nina Rufener, ich bin 21 und wohne in Erstfeld. Momentan bin ich an der PHZ Luzern und mache Primarlehrerin. Vielleicht hänge ich dann nachher noch das Sekundarlehrerin-Studium an. Ich bin sportlich gerne aktiv in meiner Freizeit, mache gerne Pilates oder bin auch zu Hause, wenn man ein bisschen auf die Skipiste will. Bin auch sonst sehr eine gesellige Persönlichkeit und sehr oft im Ausgang mit meinen Kollegen anzutreffen.
Und nebenbei arbeite ich auch noch ein bisschen im Lehnbeck Schottdorf, um so ein bisschen Sockgeld zu verdienen. Ich bin der junge FDP, seit 2 Jahren politisch aktiv. Ich bin seit 2 Jahren politisch aktiv und das aufgrund eigentlich auch von meiner Mami, weil sie ist selber in der FDP und sie hat mich da schon vermehrt an Veranstaltungen mitgenommen und da habe ich mich immer mehr für das interessiert. Und da habe ich halt auch gedacht, ja, was machen die anderen Parteien, wie sieht das dort aus? Ich habe mich auch über die informiert. Da habe ich eigentlich schlussendlich für mich müssen sagen, dass für die FDP für mich persönlich am meisten gestimmt hat. Also meine Meinung hat am ehesten mit dem übereingestimmt. Darum bin ich in der jungen FDP tätig. Ja, für was will ich mich überhaupt einsetzen im Landrat? Und da habe ich mir vermehrt Gedanken über Punkte wie gesunde Finanzen gemacht, weil die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Unter anderem auch eine gute Bildung, weil ja, die Ausbildung stärkt natürlich auch das soziale Gefüge. Das soll heissen, es gibt weniger Arbeitslose. Bildung finde ich sehr einen wichtigen Punkt. Oder natürlich auch der Verkehr da mit der NEAT und mit den Lastwagen auf dem Gleis. Also, das ist immer ein sehr präsentes Thema, sehr wichtig, ist auch für unsere Zukunft. Ich sehe grosse Defizite im Kanton Uri in den Punkten Volkswirtschaft. Die Firmenschließungen führen natürlich zu Arbeitslosigkeit oder beziehungsweise der Kanton Uri ist nicht mehr so attraktiv, um hier zu wohnen, weil wenn ich nicht hier arbeiten kann, will ich dann auch nicht hier wohnen. Auch die NEAT oder ja, einfach das ganze Verkehrssystem finde ich auch ein Defizit vom Kanton Uri, wo man sicher auch weiterhin noch rein investieren muss oder halt sich darüber Gedanken machen, Ideen sammeln, irgendetwas bewegen muss in Zukunft. Natürlich hat es nicht nur schlecht zum Kanton Uri, sondern auch Positives. Und für mich sehr positiv ist natürlich die schöne Umgebung. Von Amerika heimgekommen habe ich wieder einmal mehr gedacht, wow, Kanton Uri bietet wirklich viel. Die Berge und Seen und aber für Sportaktivitäten ist super. Und was mich persönlich als sehr, ja, würde sagen, kontaktfreudige Persönlichkeit fördert, ist natürlich, dass man hier im Kanton Uri jeden kennt. Wenn man auf die Straße geht, das ist nicht fremd, das ist vertraut. Und das finde ich ist wirklich ein sehr positiver Aspekt im Kanton Uri. Schätze ich sehr. Was ich für meine Gemeinde eigentlich möchte bewirken, ist, dass man Erstfeld das Potenzial, das Erstfeld hat, euch fördert und wirklich die Gemeinde euch etwas attraktiver macht für andere Leute, dass man sagen kann, ja, mal Erstfeld, ich will dort wohnen, aus genau dem und dem Grund. Und das ist sicher ein Punkt, wo ich mich dafür einsetzen würde. Ich bin persönlich für Lösungen und nicht für Polemik. Und wenn ihr auch dieser Meinung seid, würde ich sagen, dann nehmt doch die Liste 1, FDP, von Erstfeld unterschreiben die und rühren die doch genau so rein. Wäre super. Das wäre eine gute Unterstützung. Ich bin der Armin Intergant, ich werde das Jahr 20, komme von Erstfeld. Hobbys sind Schwingen, Skifahren und auch Guckenmusik. Ich habe eine 3-jährige Lehre abgeschlossen als Zweiradmechaniker. Und bei der Jungen SVP bin ich Vorstandsmitglied der Jungen SVP. Ich bin politisch aktiv, weil mich Politik interessiert und weil ich auch in Zukunft mitbestimmen will, was im Kanton läuft oder auch in der ganzen Schweiz. Ich bin der junge SVP-Uri, weil diese Partei meine Interessen am besten vertritt. Im Landrat möchte ich mich dafür einsetzen, dass es eine ausgleichende Finanzpolitik hat und dass die bestmögliche Lösung bei der Gotthard-Sanierung gefunden werden kann. Schwächen vom Kanton Uri sehe ich gerade bei der Gotthard-Sanierung, dass man dort das Beste für die Wirtschaft gefunden werden kann, ist noch eine Herausforderung. Auch sehe ich eine Schwäche, dass viel auf Bundesarbeitsplätze abhängig ist
Und dass man dort auch in andere Arbeitsplätze arbeiten kann, ist sicher eine neue Herausforderung. Die Stärke des Kantons Uri sehe ich sicher, dass es ein zentraler, gut erschlossener Wohn- und Wirtschaftsraum ist. Und mit einem grossen Naherholungsgebiet. Da bin ich auch bei der Gemeinde so, dass ich mich einsetzen will, dass die Gemeinde Erfeld weiterhin gut erschlossen mit einem interessanten Wohngebiet, aber auch eine gute Wirtschaft hat. Im Landtag kann ich für die Jugendlichen etwas bewirken, weil ich einen direkten Draht zu ihnen habe und so ihre Anliegen kann einbringen. Ich stehe für ein modernes, aber traditionelles Uri. Mein Name ist Michael Cantoni, ich bin 24 und wohne seit meiner Geburt hier in Seedorf. 2007 habe ich an der ETH in Zürich angefangen, Geomatik und Planung zu studieren. Ich studiere jetzt das immer noch, und zwar im zweiten Mastersemester. Politisch bin ich bei der jungen CVP Uri tätig. Ich bin dort im Vorstand dabei. Mein grosses Hobby ist Pfadi. Ich bin der Pfadi Scouting Seedorf seit ihrer Gründung 1995 dabei. Weitere Hobbys von mir sind im Winter Skifahren und im Sommer Orientierungsläufe. Ich bin politisch aktiv, weil ich gerne möchte mitbestimmen, wie die Zukunft im Kanton Uri aussehen. Ich bin bei der jungen CVP Uri beigetreten, weil es meiner Meinung nach eine sehr kompromissbereite Partei ist und jeder kann die Meinung sagen, wie er will, und es gilt nicht nur das eine oder das andere. Das passt zu meinem politischen Stil. Im Landrat möchte ich mich dafür einsetzen, dass vermehrt wieder die Sache anstatt die Parteipolitik im Vordergrund steht. Weiter möchte ich mich dafür einsetzen, dass auch die zukünftigen Generationen im Kanton Uri leben können und arbeiten. Die Kanton Uri liegt im Herzen der Schweiz. Sehr gute Lage, angebunden an Strassen und Schienen. Nach der Eröffnung der NEAT muss man meiner Meinung nach aber aufpassen, dass der Kanton Uri nicht weiter abgeschnitten wird. So möchte ich mich als Landrat einsetzen für einen Intercity-Halt im Kanton Uri. Ja, im Kanton Uri, meiner Meinung nach, machen alle alles ein bisschen für sich. Ich finde, der Kanton Uri ist zu klein, dass alle alles von Grund auf allein aufbauen können. Man sollte ein bisschen schauen, dass man mehr miteinander zusammenarbeitet. Die Ressourcen, die man hat, die sind gut, die soll man auch nutzen. Miteinander nutzen. Es müssen nicht gerade Gemeindefusionen sein, aber man könnte doch wenigstens die Administration von Gemeinden oder Schulen zusammenlegen. Weiter finde ich, der Kanton Uri ist sehr bodenständig. Das soll jetzt nicht negativ sein, ich finde das im Gegenteil, ich finde das positiv. Aber ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass der Kanton Uri ein bisschen weltoffener ist und den Blick nach aussen ein bisschen mehr öffnet. Die Stärken des Kanton Uri finde ich, dass wir hier im Kanton Uri haben wir eigentlich alles. Wir können hier wohnen, wir können hier arbeiten, wir haben Einkaufsmöglichkeiten und wir haben eine sehr schöne Natur. Eine weitere Stärke des Kanton Uri finde ich unsere Tradition. Wir haben sehr schöne Traditionen wie die Alpwirtschaft, wie die Fasnacht, wie Samichlausbräuchtum. Ich finde es wichtig, dass man in Zukunft diese Traditionen wahrt und weiterführt. Für Seedorf möchte ich mich folgendermaßen einsetzen. Ich möchte schauen, dass bei der Entwicklung des Urner Talboden nicht nur die Gemeinden entlang der Achse berücksichtigt werden, sondern auch die Seitengemeinden, wie Seedorf das ist. Konkret möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Jungen im Kanton Uri auch in Zukunft hier leben und arbeiten können. Ich will dafür sorgen, dass es genug Lehrstellen hat und das in jeder Berufsgattung. Draussen stürmt es jetzt gerade ein bisschen. Also gerade so stürmen möchte ich der Landrat nicht. Liebe Seedorferinnen und Seedorfer, falls Sie aber möchten frischen Wind in Landrat bringen, dann schreiben Sie Michael Cantoni zweimal auf Ihre Liste. Besten Dank!